Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein erstmal sperrig klingendes Thema zum Thema Kriminalitätsstatistik hatten wir jedoch eine sehr qualifizierte Anhörung. Das ist der Teil, wo ich den Piraten danken möchte. Das war sicherlich sehr spannend. Aber wir lehnen Ihren Antrag, wie auch schon im Ausschuss beschrieben, selbstverständlich ab. Wir fanden auch, es war eindeutig im falschen Ausschuss. Wenn Sie die polizeiliche Kriminalstatistik ansprechen, gehört das aus unserer Sicht in den Innenausschuss. Wir beschäftigen uns im Rechtsausschuss ja in erster Linie mit der Strafverfolgungsstatistik. Aber es ist in der Tat spannend, sich das anzusehen. Und in der Tat, Herr Kollege Nettekofen, es sollte unser aller Interesse sein, Delikte und Straftaten aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld zu holen. Und selbstverständlich ist uns klar, dass in den Statistiken natürlich auch ein unterschiedliches Anzeigeverhalten zum Ausdruck kommt, dass es Delikte gibt, die beispielsweise kontrollabhängig sind, wie das Schwarzfahren, dass wir auch wissen, dass im Bereich Ausländerkriminalität es darauf ankommt, ob man keinen deutschen Pass hat. Es gibt Straftaten, die können nur von Ausländern begangen werden, die Deutsche überhaupt nicht begehen können. Aber mit Ihrem Antrag suggerieren Sie, dass man mit einer anderen statistischen Erhebung die Wirkung kriminalpolitischer Maßnahmen überprüfen könnte. Das möchten wir stark in Zweifel stellen, weil es ist nicht so, dass man sagen kann, die Maßnahme führt zu dem Verhalten. Wir bräuchten da sehr viel umfangreichere, über Jahrzehnte dauernde Langzeitstudien. Und deshalb ist das nicht so einfach, wie Sie es hier darstellen. Sie loben sich selber dafür, dass Sie in dem Antrag die Instrumente und das Wie offen lassen. Aber, liebe Piraten, wenn Sie keine Instrumente nennen, ist das zum jetzigen Zeitpunkt der Legislaturperiode kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Offenbarungseid. Wer sollte jetzt hier ernsthaft noch was dazu beschließen? Wir finden das Thema spannend, und alle im nächsten Landtag vertretenen Fraktionen können sich das ja gerne noch mal aufrufen. Vielen Dank.